Ey, das ist jetzt unfair. Na? Überzeugendes Argument jedenfalls. Ha. Langsam fadet mich das an. Man ist ja nicht einer scheiß Endgegner hier. Wir haben jetzt echt einige Healing Potions, zum Glück. Ich glaube, die brauchen wir noch. Ja, das ist es. Ja, Zwischensequenz. Das ist ein scheiß Endgegner. Vielleicht ist er wieder einfach, als ich es mir gedacht habe. And his mistress, the now and future queen. Soon we will embrace and preside over the new dominion. Your king is a parasite, Bethany. I'll make sure you infect this family no more, and that your mighty king of feet the worms. Impudence! You struggle against the ocean and don't even realize it. All the power I acquired in this world pales to that which he possesses. His throne will be built on the bones of humanity. I promise you that'll not happen. It's time to steal your tongue. No, it is time for you to realize who you are fighting. Davor kannst du safe machen. Ja, definitiv. Und die Zwischensequenz dauert ja. Und dem Kind, von dem sie reden, muss ich jetzt am Schluss auch noch killen. Bei den Standing Stones. Das ist ein Luft- und Heißluftballon. Ja, so schade. Der Blick war jetzt Hammer. Ach, deswegen kann sie fliegen mit dem Ballon. Woo! Nimm mich. Sieht aus wie ein Herz. Rucksack. Schulranzen. Wahrscheinlich muss ich das da drauf schießen. Safe, safe. Moment. Erstmal. Aber der Blick von Patrick war jetzt cool. Hä? Mach erstmal die kleinen Magier da weg. Mach die kleinen Magier erstmal weg. Nerven. Und außerdem ist dein Schild weg. Auch nicht. Ich muss die Kleinen wegmachen, stimmt. Heiß, ja. Ui. Ey, das Schild ist so... Oh. Hammer, ne? Gut, Magie 1 weg. Mach mal eine Speed Recovery. Ich hab nicht genug Mana! 20 kostet's. Ein Parcours ist das! Du hast ja genug Healing Roots eingesammelt. Scheiße. Du hast keine Muni mehr. Ich kann sagen. Dann hast du noch die Phönix-Eier, ne? Das waren Granaten, ne? Okay. Ich verstehe aber nicht, was die wieder machen. Sehr schön. Ja, nur Zielsicher sind wir nicht sonderlich. Sag mal! Du, die triffst du damit nicht. Ah. Oh! Das wäre doch was für Sense, oder? Oh ne, das war das. Sehr schön. Hopp, geh zu ihr hin und hack ihr den Schädel ab. Mama Sense, Mama. Oh. Jawohl. Hat's geschafft. Kopf ab. Ha. Letzter Endgegner und der wird einfach. Naja. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich voll schwer, wenn ich sage, das wird einfach. Jetzt kommt er? Ja, bei den Standing Stones. Und da gibt's jetzt eine sehr tolle Überraschung. Aufpassen. Aaron!
aus. Ah, oh, die ist auch geil. Das ist wahrscheinlich der. Das ist wahrscheinlich der Typ, ne? Der wurde doch geköpft. Wahrscheinlich ist es der. Well, it looks like you've succeeded. You are full of surprises, Patrick. You've apparently learned to harness that stone's power quite effectively. Slain my entire family. Done what I could not. You even bested Kaisinger. There must be some vengeful satisfaction there, eh? What is this vile lie? What's this? This is fate, old friend. I've spent the last 20 years fearing this moment, hoping to figure a way out of this curse. All I need is that stone you carry to end my misery. But I saw you die. You saw what you wanted to see. An old friend hacked down by his black sheep of a brother, yet slain by a weapon powerless to our curse. Of all people, Patrick, you should know the sole purpose of the scythe. I wish I could have planned on the hot-headedness of Ambrose, but I couldn't have created a better ruse for myself. No way did you suspect me. You thought my siblings killed me, and your blind rage did the rest. Oh well, it matters little now. You've completed the work I could not. You were my friend. Why are you doing this? Oh yes, I guess we were friends once. But on that faraway continent, I felt the inevitable calling of my brothers and sisters. I was drawn back to this land, to the death that stirs beneath us. I died the day I saved you on that battlefield, seared by that blast from the Shaman Stone. However, I awoke from my death with lifeless eyes, enslaved to do the bidding of the king. I could no longer deny what was in me, but you unwittingly held the key. You can't think I'll let you get away with this, Jeremiah. You should be grateful I'm killing you. You won't like the world I've planned. Once I have the stone and drain the power of this old king beneath our feet, I'll show the world the true meaning of reality. You know what, Jeremiah? You talk too much. Jetzt kommt der King. Du kannst das safe machen. Weißt du, aber jeder, das ist immer so. Die unterschätzen den Protagonisten immer. Obwohl der Protagonist alle schon umgebracht hat, der Letzte, der da steht, der sagt auch noch, nein, 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 du kannst das nicht. Ja. So wie der. So, das sollte jetzt eigentlich relativ einfach sein, ich dachte, ich muss mich erwischen lassen. Aha. Mit seinem Blitzhüter. Blitzerk. Safe. Korrekt. Ich finde den Patrick seine Blicke immer so cool. So, und was musst du jetzt hier bitte machen? Achso. Das ist der King? Das ist der King, genau. Das erinnert mich ein bisschen eher an einen Zerebraten von Zerg. Warten, bis der seinen scheiß Bauch öffnet. Macht er das oder macht er das? Ich weiß nicht, ob er es von alleine macht. Oder wenn du ihm genug Schaden zufügst. Das kann sich auch einen Schaden. Ich bin mir sicher. Ui, Tentakel. Okay. Ah, okay. Vielleicht wenn du ein Phönix-Ei draufschmeißt? Auch dachte ich eher. Ja, falsch. Schild? Ja. Was versuchst du da eigentlich gerade? Moment. Oder auf seinen Bauch das Phönix Ei schmeißen? Ich muss bloß schauen, dass ich meine Zauber immer richtig schön bereit habe. Thank you.
wahrscheinlich am Schaden liegen, ne? Jetzt auch mal fast. Also was ich mal gemacht habe eine Weile, das kann ich jetzt auch mal probieren. Das ist nämlich das hier. Macht ja auch Schaden, hm. Also. Ich weiß nicht, ich denke fast. Jetzt? Ja. Elektrisiert oder? Na klar. Das ist knapp. Strom besser mit haben. Also geht er ja. Dein Schild ist weg, ne? Ich weiß. Er sockt mich jetzt ein. Ah! Scheiße. War das jetzt? Hat er mich erwischt oder was? An dem Rand waren die komischen Tentakel von ihm. Tentakel. Und da geht's praktisch drum. Ich muss, während er seinen Bauch dann aufmacht, wieder. Passt kein Herz mit aus. Ja. Ich glaube, 100 brauche ich, ne? Also wirklich schwer schaut er nicht aus. Sag ich ja, der ist eigentlich relativ einfach. Das muss ich jetzt halt ein paar Mal machen und dann. Das ist nämlich das, man muss es erstmal wissen, dass man diesen scheiß Blitzzauber am Ende dann auch noch braucht dafür, ne? Und auch noch den Spear, die Spear Gun. Noch genau. Damit verbinden können. Muss ich ja vielleicht dann noch was machen? Muss ich das aufschießen oder so normal? Ich habe halt nicht mehr. Ich habe halt nicht unendlich viele von den Dingern, ne? Ja, durchgeschafft. Wusa. Happy End. Telling where that Gilzabar stone disappeared to, into a bottomless ocean, or an eerie phantasm of sorts. I drifted out to sea. It took months to finally get my strength back. I think I finally have some idea of what went on. The beast I slayed manipulated the Covenant family the same way Jeremiah did to me. It called for him, and he called for me. The creature was a guardian. A sentinel of the gate to somewhere. Some when. The Celtic warrior was just a sacrificial lid on a tomb that was never supposed to be open. Oh sure, I've tried to convince myself that it's all over now. The terror. The battles. I've got to get away and rest, where no one will find me. You see, I looked into the Brotherhood of St. George, and I found other monasteries scattered all over the world. And other gates, too. Watched by other guards, no doubt. About the only thing I fear anymore is that they'll call on me again. So, kommen noch Credits? Nein. So, das war Clive Barkers Undying. Ja. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Willst du eigentlich den Zuschauern schon verraten, was als nächstes kommt, oder lässt du sie im Willst du es verraten? Nö. Gut, dann verrate ich es auch nicht. Okay. Aber wir wissen schon, was wir jetzt machen. Wir sind ein sauschönes Spiel. Kann man echt super zugucken. Also,
Ja, wir hoffen, es hat gefallen. Ja. Genau. Und ja, dann sagen wir mal Ade und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.